Hallo mein Lieben, Steffi hier. Willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video diskutieren wir mal die Frage, wann es eigentlich Sinn macht, um den bindungsängstlichen Partner zu kämpfen. Und wenn du dich fragst, ob du den überhaupt zurückhaben willst, deinen Bindungsängstler, oder ob es überhaupt Sinn macht, um diese Beziehung zu kämpfen, dann bleibst du bitte einfach dran. Falls du neu bist auf diesem Kanal, hallo, mein Name ist Steffi Kessler, ich bin Beziehungscoach und Experte auf dem Gebiet der Bindungsangst. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere sehr, sehr gerne meinen Kanal. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn du hier Impulse mitnimmst aus diesem Video, die dir für deine Beziehung, für deine aktuelle Situation weiterhelfen. Jetzt lasst uns aber direkt starten mit dieser wichtigen Frage. Aktuell gibt es noch die Möglichkeit, sich für ein kostenloses 30-minütiges Telefongespräch mit mir anzumelden. Alles, was du dafür tun musst, ist dem Link unten in der Infobox zu folgen und du gelangst direkt auf meine Webseite, kannst dich da in meinem Kalender eintragen und dann hören wir uns auch schon am Telefon. Also mega gute Gelegenheit für dich. Was ich am Telefon ganz oft von euch höre, ist die Frage, ob es sich eigentlich lohnt, ob es Sinn macht, was ich denn denke über die Situation. Macht es hier Sinn, um den Partner zu kämpfen, ja oder nein? Und das ist eine Frage, die ich einfach auch moralisch begründet gar nicht beantworten kann. Du bist der einzige Mensch, der diese Frage beantworten darf und sollte. Ich würde mir nicht anmaßen, dir zu sagen, ja, es macht auf jeden Fall Sinn oder es macht gar keinen Sinn. Natürlich gibt es in der Beziehung bestimmte Umstände, unter denen ich dir davon abraten würde, weiter Zeit mit diesem Menschen zu verbringen oder den Versuch zu starten, die Beziehung wieder aufzubauen oder wieder zu vertiefen. Das sind beispielsweise Umstände wie emotionale und körperliche Gewalt, Missbrauch, Drogenmissbrauch, aber auch ganz grundsätzlich, wenn du beispielsweise dir Kinder wünschst und dein Partner da ganz weit weg von ist und eindeutig sagt, er möchte keine Kinder, dann ist das meiner Meinung nach auch keine gute Basis für eine Beziehung, die es euch beiden ermöglicht, glücklich zu werden. Aber wer bin ich, dass ich das entscheiden darf? Wer bin ich, dass ich diese Frage für dich beantworten darf? Das Einzige, was ich dir hier an der Stelle einmal mitgeben möchte, sind Anregungen, Denkanstöße, die dir dabei helfen, diese Frage für dich selber zu beantworten. Wie heißt es so schön? Love it, leave it or change it. Und das ist etwas, was ich dir an der Stelle mitgeben kann als Impuls. Love it bedeutet so viel wie, wenn du glücklich bist mit deinem Partner in dieser Beziehung, dann mega. Aber wenn das so wäre, hättest du sehr wahrscheinlich nicht auf mein Video geklickt und auch meinen Kanal nicht gefunden. Das heißt, das nehmen wir mal raus. Dann gibt es noch Leave it, bedeutet so viel wie die Beziehung natürlich beenden. Natürlich wäre mein Rat an deiner Stelle, wenn du unglücklich bist mit deinem Partner, wenn du unglücklich warst in eurer Beziehung, wenn du mit der On-Off-Situation deines bindungsängstlichen Partners sehr, sehr, sehr unglücklich wirst und das und einfach keine Power mehr dafür hast, dann ist es an der Stelle vielleicht das Richtige für dich, zu sagen, du gehst. Dann gibt es hier aber noch die dritte Version, nämlich die Change-It-Version. Und da bin ich ganz großer Fan von, da glaube ich ganz, ganz, ganz fest daran. Change-It bedeutet, du nimmst die Zügel in die Hand. Heißt jetzt nicht, du dominierst deinen Partner und sagst dem jetzt, was passiert und machst klare Ansagen, das wird nichts. Change it bedeutet, du lernst was Neues für dich dazu. Du veränderst dein Verhalten deinem Partner gegenüber. Du kontrollierst oder du überprüfst, wo du Energie und Power verlierst und wo du Energie und Power gewinnst und versuchst dann, dich danach entsprechend auszurichten. Change it bedeutet, du akzeptierst, dass du zu 100% für diese Beziehung mitverantwortlich bist und dass du diese Beziehung entsprechend zu 100% verändern kannst. Was ich damit meine ist, stell dir doch mal vor, wir zwei, wir sind Kollegen, wir arbeiten zusammen und ich bin eine mega Oberzicke. Schwer vorzustellen, ich weiß, aber stell dir es nur mal ganz kurz vor, versuch's einfach. Und jetzt stell dir vor, du entscheidest dich nicht mehr mit mir zu streiten. Du entscheidest dich, in meinem zickigen Verhalten, ich weiß nicht, ein dreijähriges Mädchen zu sehen, was nicht bekommt, was es sich so sehr wünscht und keine andere Möglichkeit hat, als sich jetzt strampelnderweise auf den Boden zu werfen und um sich zu schlagen. Wenn dir das gelingt, kannst du sehr wahrscheinlich ganz anders auf mein Verhalten reagieren. Du könntest mich trösten. Du hättest da Empathie, wo du mich vielleicht noch vor 3 Tagen am liebsten an die Wand geklatscht hättest. Weißt du, was ich meine? Dein Mindset und dein Umgang mit der Situation kann hundertprozentig verändern, was du erlebst. Und jetzt geht es natürlich nicht darum, dem Partner
zu erlauben, unmöglich mit dir umzugehen und dich unmöglich zu behandeln, dich immer wieder bewusst auch zu verletzen. Sondern es geht prinzipiell um die Frage, inwieweit bist du in der Lage, etwas Neues dazuzulernen. Und dabei meine ich natürlich etwas Neues auf deiner Seite, also Mindset-Technik. Wie gehst du mit deinen Energieressourcen um? Wie gehst du mit deinen Verletzungen um? Und so weiter und so fort. Aber auch kommunikationstechnisch. Wie findest du einen Weg, um mit deinem Partner über die eigentlichen Probleme in der Beziehung zu reden? Wie findest du einen emotionalen Zugang zu deinem Partner, um den wieder zu erreichen und dann aber gemeinsam neue Lösungen zu finden? Kannst du das? Wenn ja, dann bist du wunderbar aufgehoben in der Change-It-Gruppe. Und jetzt geht es tatsächlich an der Stelle nur noch für dich darum, herauszufinden, welche Tools du noch brauchst und implementieren musst in die Beziehung, damit sich die Dinge hier für dich verändern. Warnung, das ist nicht der leichte Weg. Das ist nicht der schnelle Weg. Das ist nicht der Weg, wo du keine Fehler mehr machen wirst. Das ist nicht der Weg, wo du von heute auf morgen nie wieder verletzt bist. Das ist nicht der Weg, wo du sofort in einer Traumbeziehung mitlandest. Das ist der Weg, an dem du dich Stück für Stück anhand des Verhaltens deines Partners weiterentwickelst. Mit dem zusammen. Und wenn du in der Lage dazu bist, wenn das ein Weg ist, der für dich spannend klingt, wenn das etwas ist, wo du das Gefühl hast, wo es in dir eine Stimme gibt, die sich sagt, das lohnt sich, das ist hier das Richtige, dann unbedingt unten auf den Link klicken und mit mir ein Telefongespräch vereinbaren, weil dann finden wir gemeinsam heraus, welche Tools dir noch fehlen. Meine Lieben, wenn ihr zu diesem Thema und zu dieser Frage mitdiskutieren wollt, dann findet ihr unten in der Infobox auch den Link zu meiner geheimen Facebook-Gruppe. Die heißt Team Liebe. Du kannst natürlich kostenlos Mitglied werden und mit anderen Partnern von Bindungsängstlern, aber auch mit Bindungsängstlern dich darüber austauschen, was hier an der Stelle richtig ist und wann es Sinn macht, um die Beziehung zu kämpfen. Ich würde mich mega freuen, wenn du Mitglied in der Gruppe wirst. Und ich würde mich natürlich auch mega freuen, dich am Telefon zu hören. Und dann sage ich an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Würde mich sehr über ein Abo von dir freuen und hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.